sehr schlecht, miserabel, äußerst miserabel. Ich habe nicht zu klagen, mit dem Fiat 500 haben wir keine Probleme. Vielleicht kann man bessere Möglichkeiten finden noch, aber schlechte Aussicht. It's a very modern Grand Prix circuit. Jetzt, wo eine Schikane drin ist und sie auf sicher ausgebaut ist, auf der Gerade mit Leitplanken und man hat ein bisschen Platz neben der Straße, das gefällt mir ganz gut. It's very nice and it's different to the Nürburgring and it makes a change. Sollte mehr Kurven und weniger Gerade haben. Es ist jetzt schon viel besser, als es früher war. I am showing some disrespect to the organizers who have done a very good job. Wir waren sehr zufrieden. Wir hatten nicht erwartet, dass die Zuschauer sich so disziplinieren. Actually, it's the type of racing circuit that's going to come in the future for Grand Prix racing. Isn't it too dicious or too simple for the driver? Yes, perhaps we could criticize the actual design of the track a little, but the facility itself, such as the stands and the safety of the circuit, I think is extremely good and probably the best circuit we've ever been to. Well, I think there is no real comparison with between Hockenheim and Nürburgring anyway. As a racing track, I think Hockenheim is quite nice. And in 3 years' time, last time I've been here, it was about 3 years, it was quite unsafe. And now they've done a very good work, and it seems to be a very interesting track. But when you have something like the Nürburgring, oh, it's a really unique track, I think it's really the place to have a Grand Prix. Might be a good idea to have some form of change each other year or something like that. But you know, personally, I think there's an awful lot to be said for the Nürburgring. I think if I can do some work to the Nürburgring, we could go back there and maybe come back here for the following year and do what they do in France. They change different circuits each year. Einmal hier, einmal am Nürburgring. Vielleicht wie in England, da fahren sie einmal in Silverstone, einmal in Brands Hatch. Es hat keiner der Unfälle gegeben bis jetzt. Ich hoffe, dass auch das Formel-V-Rennen geht ohne Unfälle über die Bühne, sodass wir, glaube ich, von einem der erfolgreichsten Renntage in der deutschen Motorsportgeschichte sprechen können. Was wir uns als Deutsche natürlich besonders freuen, einen deutschen Fahrer hier beim ersten großen Preis auf dem Motodrom in Hockenheim zu sehen. Das versteht sich am Rande. Das erste Formel-1-Rennen wird also nicht das letzte gewesen sein hier in Hockenheim. Darüber ist sicher noch heute nicht zu entscheiden, aber wir werden sicher beiden Strecken eine Chance geben. Wir werden versuchen, Abwechslung zu finden.
Thema Nummer 1 bei den Grand Prix-Fahrern war.